Maria. XXL, meine Damen und Herren, die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die keine Gäste hat, sondern masochistische Comedians, die alles tun, was man von ihnen verlangt. Und hier sind sie gleich: Barbara Schöneberger, Ingo Appelt, Oliver Pocher und Tietje Mierendorf. In der kalten Jahreszeit mag ja keiner allein sein, auch du nicht, Barbara. Und so bekommt diese Sendung auch schon einen schönen Sinn. So, jetzt verteile ich mal die schönen Rollen. Ihr setzt euch auch schon gleich dahin. Ihr setzt euch ruhig auch schon dahin. Ingo, dann Olli, dann Tietje. Das ist richtig. So, so, genau. So. Ingo, ich hab Höhenangst. Du bist Scheidungsanwalt. Das wusste ich. Und Frauenverachter. Sowieso. Ja? Frauenverachter. Absoluter Frauenverachter. Du möchtest alle vom Heiraten abhalten. Ja, aber sicher doch. Ne? Die Schlappen wollen einen nur ausnehmen. Ist doch vollkommen klar. So. Und schon bist du voll drauf. Olli, du bist DJ auf Malle. Und du antwortest auf Barbaras Fragen nur mit Ballermann-Hits. Natürlich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin mir sicher, die kennst du besser als Weihnachtslieder. Ich kenn nur zwei, aber das reicht ja für die Nummer hier. Die reichen ja dann. So, und Tietje, du bist der zornige Geist von Barbaras Hamster, der durch ihr Verschulden leider sehr früh von ihr gegangen ist. Gut. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Falls sie den Geist des Hamsters dann als Herzblatt nimmt, wäre ich begeistert. Liebes. Ich freue mich. Ja, ist einer für mich dabei? Ist alle einer drei, für mich dabei? Alle drei. Ja, eigentlich alle drei. Alle drei. Okay. Also ich setze ganz besonders auf einen. Okay. Mal gucken. Ich bin gespannt. Schatz. Und geht los. Denk dran, nachher mit dem Hubschrauber dann. Ja, ne? Mit dem Herz. Also Sie stürzen mit dem Herzblatt-Hubschrauber über Ingolstadt ab. Ingolstadt? Ja. Kandidat Nummer 1. Mit einer großen Gruppe Freunden bin ich beim Schlittschuhfahren. Ich breche im dünnen Eis ein. Wie rettest du mich? Eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, da ist die Schlampe selber schuld. Ja, ja? Ja, ist doch so. Ich meine. Ich meine, warum? Warum geht eine Frau zum Schlittschuhlaufen? Nicht, weil es ihr Spaß macht, sondern weil sie da gucken will, ob nicht irgendein Typ da rumhängt, ja, wo sie sagen kann, hey, geil, der Typ, hier, viel Kohle und zack, zack, zack und abschleppen. Ne? Und da gönne ich ihr natürlich, dass sie einfach im Eis einbricht und dann mal so richtig, aber egal. Schön, danke. Kandidat Nummer 2, wie rettest du mich aus dem Eis? Wieder alles im Griff, wow, auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik, auf der Titanic, Land ist wieder weit im Sicht. Ja, ist im Griff. Oh. Klingt gut. Kandidat Nummer 3, wie rettest du mich? Du rufst mich? Warum rufst du mich? Warum sollte ich an dich antworten, du Dreckstück? Ich bin durch, danke, ich hab's. Ist mir egal, wer ihr seid, ich nehm Tietje. Nein. Kandidat Nummer 1. Wir feiern unser erstes Weihnachten. Was schenkst du mir? Eine Steuererklärung. Ja. Vor allen Dingen will ich dir schenken. Was will ich dir schenken? Ja, was willst du denn haben? Hm? Ein Ring vielleicht? Ein Auto? Ein Häuschen? Hm? Das gibt's aber erst nach der Scheidung. Was, Schätzchen? Ich weiß, wovon ich rede, aber ich sage immer, das Geld ist nicht weg. Es hat nur jemand anders. Was? So hast du dir das vorgestellt, aber nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. Nicht mit mir.
womit machst du mir eine Freude an Weihnachten? Ich will 10 nackte Friseusen. 10 nackte Friseusen. Oh oh, 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Und jetzt nochmal alle die Hände zum Himmel. Schön. Drum lasst uns fröhlich sein. Schön. Reicht. Erreicht ihr nochmal. Die nächste Runde geht rückwärts. Schönes Geschenk. Ja, das ist im Griff. Kandidat Nummer 3, dein Geschenk. Die Hände zum Himmel, was wollt ihr denn alle hier? Mein Geschenk, ich würde dir ein Laufrad schenken, da kannst du dich totlaufen. Meinetwegen lauf dich heiß und verbrenn dann. Du hast mir ja nie was geschenkt. Nicht mal das Nötigste. Nicht mal was? Nicht mal das Nötigste hast du ihm geschenkt. Scheißegal, zeig doch mal die Mütze. Die würde mich interessieren. Ich stehe total auf Mütze. Und am liebsten hätte ich 10. Schwarz und weiß. Okay. Kandidat Nummer 1. Unser erster Urlaub liegt vor uns. Richtig. Was hast du dir für mich einfallen lassen? Eine Klage. Eine schöne... Aber gleich mit. Ja. Ich werde in meiner Kanzlei vorher noch mal Bescheid sagen, dass die werden die richtig die Hölle heiß machen. Ich weiß ja schon, wo wir hinfahren. Da gibt es eine schöne Bucht in Kuba. Da wirst du in einem schönen orangen Anzug antreten dürfen. Orangen, Karotten. Ja. Das wird schön. Egal. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Wir hier das Leben enden und Dios. Auch schön. Jawohl, jawohl, so sieht's aus. Sangria, 12 Euro Eintritt. Es gibt ein T-Shirt, eine Wurst und noch viel Spaß dazu. Das gibt's nur bei mir. Woo, jetzt im Megapark. Ole, und jetzt geht's wieder vorwärts die nächste Fahrt. Habt ihr auch den Hamster-Dance? Hamster-Dance mache ich gleich für dich. Okay, das ist ein bisschen mehr Morningshow hier jetzt, was ich gerade mache, aber egal. Kandidat Nummer 3. Was schenkst du mir? Also ich meine, wie war die Frage? Wohin geht die Reise? Wo es in Urlaub geht, da gibt es natürlich nur eine Antwort. Zu mir! Zusammen in Urlaub, das sieht schlecht aus. Also ich bin schon ganz, ganz weit weg. Okay, also Kandidat Nummer 3 ist mein Hamster, den ich habe verhungern lassen. Ja! Das ist so gut. Kandidat Nummer 2 ist so ein ganz schlechter Ballermann-DJ. Ja! Hey, 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 hey. Und Kandidat Nummer 3 ist ein scheidungsgeschädigter Millionär. Oh, das war scheiße, was du da geraten nein. hast. Nein, Entschuldigung. Du hast eine Scheidungsphobie, oder? Du hast Angst, dein Geld zu verlieren. Nö. Ich werde sehr viel Geld damit verdienen, dass wir solche Schlampen wie dich loswerden. Okay, du hast den Männerclub der Scheidungsopfer gegründet und du sorgst dafür, dass alle Frauen irgendwie, die es auf das Geld der Männer abgesehen haben, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Ganz genau so. Und wie heißt es abgekürzt? Scheidungsanwalt. Natürlich, so heißt das abgekürzt. Ja, die Frage ist aber, wen nimmst du? Ja, ich überleg's mir bis zum Ende der Show. Ich dachte, du nimmst den Hamster. Das hat sie da habe ich vielleicht ein bisschen vorschnell entschieden. Das hat sie nur so gesagt.